So, eine Aufnahme machen wir jetzt noch. Ja, und dann ist es ja schon wieder fast 2 Uhr. Ja, dann muss nämlich auch wieder los. So, möchtest du schon mal hier rüberlaufen? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Nach Vatania City! Ja, Excalibur ist hier. Der steckt zwar nicht im Stein, aber auf, im Boden. Das ja, das ziehe ich gleich raus, warte. Kannst ja deine Katze jetzt fix was zu essen geben, dauert ja noch ein bisschen. Nee, nee, am Arsch, das tust du. So, du kannst mit deiner Ansage starten. Bist du bereit? Hi! Na, meine werten Freunde, und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2 mit dem Skyline bei Excalibur. Yay, Excalibur. Und so, was müssen wir jetzt machen? Huch. Gegen die Geister von Excalibur kämpfen. Wow, einfach zwei. Bam, 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 bam. Aber die halten auch viel aus. So, kommt drauf an, mit was du kämpfst. Wenn du natürlich mit so einem Nobody kämpfst, mit dir, wow, was war mal. Irgendwie gar nichts. Sehr schön, Fertigkeitspunkt erhalten. Es ist ja irgendwie lame, oder? Das war gerade Willi. Meisterwerk-Ausrüstung. Ah, scheiße, ich humpel! Ah! Ah! Okay, ich humpel nicht mehr. Ah! Fall im Knie! Hier gibt's ein Herz zu machen. Immer fix, würde ich sagen. Ihr da! Wir könnten im Kampf gegen die ganzen Geister eure Hilfe gebrauchen. Welche Art von Hilfe? Begebt euch in die Ruinen und rottet mit uns Geister aus. Helft unsere Patrouillen dabei, antike Waffen zu finden und haut ordentlich auf den Putz. Patrouillen? Welche Waffe sucht ihr? Geisterprobleme? Ich werde sehen, was ich tun kann. Arschlecken. Ich mache einfach irgendwas und dann ist toll. Also die ganzen Belusti töten. Also ist viel einfacher. Ist doch ein Speer, das ist gut. Jetzt so einen hässlichen Schwarzbär. Ja, in bestimmten Bereichen bekommst du halt natürlich auch bestimmte Tiere halt. Ja, wo ist dein Drache? Hm? Drache kriegst du ja auch nicht. Glaube ich zumindest. Ist egal. Wo sind die denn alle hier, verdammter Hacke? Gesundheit. Danke. Sperren. Ja, das gucke ich mir noch nicht an. Ich will erstmal fertig werden hier. Was haben wir hier? Kupfererz. Höhlentroll, lol. Ich habe einen Höhlentroll gefunden. Hast du den Spiegel gesehen? Sehr lustig. Ein bisschen Spaß muss sein, kennst du doch. Wo ist die denn? Ach, da unten. Hauptmann! Glitzerstaub. Oh, Herr. Glitzerstaub. Alter, der Matsch. Aua. Ziemlich Herausforderung. Jetzt wollte ich gerade eigentlich Kupfererz abbauen. Yo, Granitski ist einfach mal drinnen gefunden. Warum auch nicht? Hilf mir mal. Kriegst allein nicht geschissen, ne? Oh, scheiße, ich bin verwirrt. Wo ist der denn hin? Ah, der ist tot. Und dann droppt er nur so ein Blödsinn. Ja, ich hab auch irgendwie nur so... Aua! Hallo, was hab ich denn jetzt für einen Hammer aufgenommen? Den Hammer habe ich eben runtergeschmissen. Was ist das eigentlich hier für eine Gegend?
Da sind Pilze auf dem Boden. Was soll das für ein Scheiß hier sein, Alter? Der schlägt immer der Troll mit seinem Kopf drauf. Okay. Oh mein Gott, Staub! Yeah, gut. Nee, doch nicht. Noch mehr Glitzer. Und bam. Und doch nicht. Und bam. Ah, Gott. Oh, was ist das denn? Na, mehr Glitzerstaub, ey. Warte doch mal, wir müssen erstmal hier diesen Scheiß hier beenden. Erstmal ein Herz fertig machen. Hier ist Blut auf dem Boden. Und das ist eine Menge. Da hat wohl einer seine Tage gehabt. Ja, yeah, das war bestimmt toll. Wir müssen sogar hier rein, glaube ich. Mm. Oh. Aber was hat denn für ein Riese, Das ist auch ein Spieler. Zack. Oha. Oha, oha, oha. Das ist eine Fackel angezündet, ey. Weißt du warum? Das kann. Was ist das denn? Alpha. Untersuchen. Schon rostig. Aua! Doch scharf. Es ist immer noch auf der Klinge. Das ist doch einfach schon unlesen. Interessant. Ja, total. Ich habe 6 Eisen jetzt bekommen. Und doppelte XP. Nice. So, was haben wir hier? Hier ist noch Kupfererz. Das nehmen wir uns dann mal mit. Kupfererz. 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 Okay, nichts Besonderes. Hier eine Fackel anmachen. Anzünden. Das hilft nämlich auch. Fackeln anzünden. Ach, come on. So kann ich denn diese Fackel nicht anzünden? Helden leben lange, Legenden sterben nie. Joint UB, The Living Legend, Ultra Guild aus GW1 und auf Millerson, 400 plus Member. Werde Teil der Legende und wachse mit uns auf. Ja, ich bin gestern der Gilde beigetreten, habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu. Frag dich um ein Gold, dann machen wir selbst eine Gilde auf. Da kannst du ja mehrere Gilden beitreten, so ist es nicht. So. Also du kannst nur einen repräsentieren halt. In der Art und Weise. Das reicht ja schon, wenn man in einer Gilde zugespammt wird. So, ich habe bis jetzt relativ meine Ruhe. Ich habe eigentlich gedacht, dadurch, dass so viele dabei sind in dieser Gilde, was denn hier gestresst was die ganze Zeit? Guck mal, Troll! So, fertig. Ja, aber Troll! Nein, Troll mach ich mal so nebenbei. Ja, das ist halt das Typischchen auf dem I-Punkt. Da droppt er noch nicht mal was. Schwarzerd 3 Zack. Waffentyp nicht für euch zuständig, keine Ahnung. Und dann nochmal irgendwas anderes. So, das ist ein Aussichtspunkt. Jetzt gehe ich aber erstmal nochmal zu Speeren, würde ich sagen, ne? Mal gucken, ob die was für uns her hat. Ah, verdammt, wo sind die Olle? Umgekippt. Aua! Scheiß Mistvibe. Blöde. Diese Olle, ey. Toll, einmal mit Profis arbeiten. Warum schlägst du auf die drauf? Jetzt halt arbeiten wow. Ruin, was haben wir denn hier noch? Verschlossene Geisterfalle der Eisenlegion.
Eine Fackel, Askalon, Segelring. Plus 5 Kraft. Den Ring habe ich mir gegönnt. Die Inschrift der Erinnerung ist zu abgenutzt, um noch zu erkennen zu können. Plus 5 Kraft. Aber es ist Ring. Ja, ich kaufe ihn auch mal ein. Bis später. Das zwischendurch. So, jetzt wollte ich noch zu Speeren. Dam, da, dam. Die von der Eisendockwerft sind hervorragende Unterwassertechniker. Jo, aber sie werden ständig von Militären bedroht. Ganz zu schweigen von den Separatisten, die in der Nähe ein Lager aufgeschlagen haben. Sie müssen ihre wichtige Arbeit ungehindert fortsetzen können. Okay, neues Gebiet. Herausgefunden, Gedöns und so, keine Ahnung. Da. Da hinten ist noch ein Weg, Markierungspunkt, Geschisse. Da fangen sie dir, Waldraupe. Ja, fangen. So, wie kommen wir jetzt am besten hin? Wohin? Hier zu diesem Wegpunkt hier. Wo siehst du einen Wegpunkt? Da hinten ist er. Auf der Karte sehe ich einen Wegpunkt. Du meinst Geisterjäger, ja, gell? Ja. Mann, warum müsstest du so sagen? Boah, Alter, mal ohne Witz, was sind das denn für Flachlandwürmer? Ich höre da jemand labern. Okay, ich nicht. Aber da schmeißt mir halt Steine runter. Ich hab's gesehen, Digga. Boah, das ist da oben drauf, oder was? Ach, hier oben ist es. Nein, ist das nicht dieses eine komische Dorf? Oculus, da ist Loculus. Oculus Rift. Ne, er hat mich vertan. So, was haben wir hier? Müll. Jo, sag ich ja. Müll. Leben wir den mal wieder. So. Okay. Und jetzt? Wohin? Gute Frage. Wo sind wir denn? Wir sind da. Ich sehe hier kein Herz in der Nähe. Ich habe da hinten ein Herz. Ich habe unten zwei Herzen. Ja, ich sehe auch zwei Herzen. Schlendern wir einfach mal hin, würde ich sagen, ne? Oder wir machen uns erst jetzt zu dieser Speerin noch auf den Weg. Zu welcher Speerin? Zu der, die ich jetzt langsam hindacken werde. Okay. Scheiße, ich bin fest. Ich sehe es. Ich war gerade nur auf Kartenansicht. Ist irgendwo da hinten mal noch eine Speerin und dann können wir von da aus auch noch direkt darauf zurennen. Ach, da hinten ist noch ein. Unentdeckte Sehenswürdigkeit ist da hinten. Hier haben wir noch einen unentdeckten Aussichtspunkt. Oh. Aber Leute, irgendwas entdeckt. EPs bekommen. Oh, ein Herz. Und Event. Ja, nice. Das Event ist da hinten, aber. Ich will jetzt es. Ja, Alter. 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 Komm mal her. 5000 Gegner. Ja, ich bin gerade auf anders rumlaufen. Ach du. Oh, hier hinten ist auch noch eins. Sind zwei auf einmal. Zwei Events auf einmal hier am Laufen, ey. Alter, was ist denn hier los? Sind bei dir auch 5000 Gegner? Nein, hier sind bei mir 5000 Leute. Spieler. Leute, wie viele Spieler gammeln denn hier rum, ey? Ich frage mich immer, wo sie sind. Wir gehen
Oh, Alter, die sind Level 17, die sind viel stärker als ich. Ich bin gleich tot. Ich mach grad das andere Event. Ich mach grad gar kein Event, Alter, und ich bin so gut wie erledigt. Ja, haben schon mal ein bisschen besseren Loot mit dabei, Alter. Jo, eine Schwarzlöwen-Kistentruhe Gedönse. Die ist so billig und unnötig. Ja, aber einfach mal so ein Pillow-Gegner hat die einfach mal dabei, weißt du? Alter, was ist denn hier los? Erstmal hier mit diesem flächendeckenden Schaden hier. Gold. Oh, hab noch Silber perfekt bekommen. Nix gemacht, kurz dazugekommen. Schrott verkaufen. Kauffrau. Explorer nicht gemacht. So, wo haben wir jetzt hier die Kauffrau da hinten? Hier ist jetzt gleich ein Aussichtspunkt oder Wegpunkt. Erstmal wiederbeleben hier. So. Oha, hier sind 12.000 Spieler. Ah, das ist ein Dungeon! Ja. Wollen wir da rein? Tja, ist mir, warte mal kurz. Sucht ihr nach Wissen? Mhm. Ich habe euch viel zu erzählen. Ups, da. Ich will euch nicht zuhören, dummer Mensch. So! Ich glaube, wir sind für den Dungeon noch nicht stark genug. Ne, sind wir auch nicht. Daher würde ich jetzt erstmal weiterhin zu diesem Speer gehen. Wo ist denn der? Mach die Karte auf, dann siehst du es. Kurzzeitig gibt es hier hinten noch ein Sehenswürdigkeit. Wo ist mein Herr? Ah, wo ist mein Speedbuff? Speedbuff! Los, random Buff, gib mir ein Speed. So, Sehenswürdigkeit entdeckt. Dreimal hintereinander Schaden bekommen. Von Liagolas, hey, salut, sate dis de rejoinde une gilde? Keine Was? Ahnung. Okay. MC Grumpy setzt sich. Oh yeah. Helf Kritos Feind mal immer gegen dabei Askeln zurück zu erobern. Was einfach Magic is solid. Erstmal hier, da noch den Speer. Wo bist du überhaupt? Aha. Da bist du. Ja, sollst nicht attackieren, Alter. Ja, nee, wie fällt das hier denn aus hier bitte, Alter? Ist doch mal übelst. Warum greift mein Pirscher den Verstünger da hinten an? Ja, hallo. Aber wenn wir hier weiter runter gehen, kommen wir zu einem Herz-Event. Wir tragen noch immer einen jahrhundertealten Kampf zur Rückeroberung unseres Landes aus. Es muss etwas unternommen werden, um die Geister endgültig zu vertreiben. Da haben wir einiges wieder gefunden, wo wir ein bisschen rumtollen können. So. Ich würde hier runtergehen. Ich folge jetzt dir erstmal. Wo willst du hin? Da lang. Durch den Wald! So, ich bin schneller als du. Miu. Random Speed Buff OP. Das freut mich für dich. So, hier ist das Herz-Event. Was müssen wir machen? Ey, wenn man eigentlich mal den scheiß Bogen einpacken würde, dann könnte ich auch ein bisschen schneller laufen. Ihr habt Septo Kopfspalter geholfen. Was habe ich gemacht? Ich habe Geist gemacht. Wir müssen irgendwelche Waffen austesten. Hier ist der Typ.
Ich habe ja auch noch irgendwelche Battle Line hier anscheinend. Wo sind die denn? Da hinten. Ach so. Komm mit, da ist irgendwo ein dickes Gebattle. Gerade ein Event. Guck dir meine Waffe an. Sorry, ich habe ja irgendwo ein dickes Event. Hier, yeah, links im Wasser. Jo, da. Den Typ müssen wir angreifen, oder die Frau. Wie kann ich denn weiter runter, ey? Einfach, wenn du wieder runter schwimmst. Kann man nach Kamera nach unten drehen und schwimmen. Ja, ich habe Schrott eingesammelt, ich bin der Beste. Aber gut, dass man unter Wasser unendlich atmen kann. Und das ist nur so eine Atemmaske. Als wenn die so lange hält, das ergibt keinen Sinn. Mein Tiger, mein Pirscher ist ja auch die ganze Zeit am rumdeichseln, ohne Sinn und Verstand. Was müssen wir eigentlich machen hier? Keine Ahnung. Alter, das ist schon wieder gleich Level up, ne? Boah, Alter, was ist denn das für eine heftige Attacke gewesen, Alter? Ja, der eine ist eh schon Level 99. Level up! Bisschen übertrieben, Digga. Der hat einen Fuchs. Schneeleopard. So, welche von diesen Mistkern müssen jetzt eigentlich töten? Da, den muss ich töten. Wiederbeleben. Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Ey, hier ist doch alles ausgerottet. Was haben wir denn hier noch? Töten. Wer ist diese hier? So, guck dir mal diese Attacke an, ey. Bam! Jetzt geht's ja los, Alter. Total Blutschrausch, ey. Ich habe jetzt 10% Chance, Blutung zu verursachen. Bam! Nebenbei noch was gemacht. Fast Level 16. Ne, ich bin Level 16. War aber kein. Doch. Oh, cool, ich habe einen. Alter! Ja, Wolski, welchen Bogen nehmen wir uns? Plus 21 Kraft. Und dann plus 21 Kraft und plus 21 Kraft. Hä, was ist jetzt der Unterschied zwischen den ganzen? Die haben unterschiedliche Buffs. Du musst mal unten dieses blaue lesen. Geringes Sigil der Luft. 50% Chance auf zusätzlichen Kessel erzeugt einen Blitzschlag. Geil. Aber nur wenn du Crit machst, ne? Geringes Sigil der Gebrechlichkeit. Bei 3 fügt Verwundbarkeit zu 10 Sekunden zu. Das habe ich genommen. Fügt Kühle zu in 1 Sekunde. Das Slowty. Also das ist auch auf jeden Fall geil, wenn du die ganze Zeit so ein Slow machst. Ein Blitzschlag wäre auf jeden Fall cool, halt, aber... Dann wird er langsamer, oder was? Was denn bei Kühle? Nee, bei geringes Sigil der Gebrechlichkeit, dann wird er langsamer, oder wie? Was macht der Effekt? 50% Chance auf kritischen Treffer, dass ich nehme das, Alter, Arschlecken. Das eine wäre, fügt Verwundbarkeit zu, 10 Sekunden, nee, ich mach lieber hier. Das habe ich genommen, 10% Chance auf Verwundbarkeit. Nee, ich nehme ja 50% Chance kritischen Treffer plus Blitzschaden, Alter. Das ist aber nur, wenn du kritisch triffst, ne? Dann hast du nochmal eine 50% Chance Schaden, dass du so einen Blitz Nein, machst. 50% Chance bei kritischen Treffern. Ja. Ach so, bei kritischen Treffern erzeugt einen Blitzschaden, okay. Und dann ist es ja so, du musst erstmal Crit treffen und dann hast du nochmal eine 50% Chance, überhaupt diesen Effekt auszulösen. Ja, aber 10% Chance bei Treffer fügt Verwundbarkeit zu. 10% Chance, ah, guck, aber das ist dann ja, ist echt schwierig. Keine Ahnung. Ich habe halt die 10% genommen, weil ich ja relativ viele Flächenskills habe. Ja, ich habe einen Flächenskill. Ach, wir nehmen den Blitzding, komm, Arschlecken annehmen. Habe ich mir auch zuerst überlegt zu nehmen, aber ich denke mir so, ne, ich mache ja eh keinen Crit. So.
Wie lange geht dieses Event noch? Es ist halt echt eine Menge los. Und Gold! Ja, was ein Event. Guck dir mal die ganzen Leichen an, Alter. Die Hälfte davon kann ich noch looten. Alter, guck, was hier alles liegt, Alter. So, ich würde sagen, jetzt können wir wieder auftauchen, wa? Ich bin schon längst wieder aufgetaucht. Oha! Ich muss dir gleich mal einen neuen Skill zeigen mit der neuen Waffe. So. Ist ein kleiner Film. Handel! Was haben wir denn hier? Rucksack. Ich hab jetzt irgendeinen Rucksack. Plus 1 Kraft irgendwie. Okay, was auch immer. Warte, jetzt hier das mal. Ah, rein, ich kann jetzt sogar Skill. Dingens reinklatschen, siehst du? Okay. Jawohl, jetzt kann ich auch in den Nahkampf übergehen, wenn ich lustig bin. Guck. Zack, jetzt habe ich auch einen Bogen. Jetzt habe ich mein Schwert. Warte, schau dir meinen neuen Skill an. Moment. Ein schöner, fetter Flächenskill. Ich will dir gar nicht die Effekte lesen, das sind über 10 Effekte. Interessieren könnte. Harpune der Eisenlegion. Ah, das sind Unterwasserwaffen, die der ja, hat. Ja, die ist sogar ein bisschen besser, die Harpune. Den Dreizack. 87 oder halt den Speerschleuder. Dreizack habe ich hier eh schon dabei, die funktioniert nicht. Nee, das hat nur Mist. Na, ich finde eigentlich die Speerschleuder nicht schlecht. 16 Vitalität, 169 zu 187 und meine andere hat 13 Vitalität und 158 zu 174. Also, die macht nochmal 13 mehr Schaden. Also habe ich 16.000 Karma-Punkte, ey. Arschlecken, kaufe ich mir. Das nächste Herz-Event ist auch wieder in der Nähe. Ja, und das Momentus, por favor. Ah, ich kann jetzt. Was war ich kann sogar zwei Waffen jetzt auch unter Wasser tragen, okay. Total. Ja, ich auch. Boah, ist das nutzlos, ey. Du bist Level 15, du Bauer. Nicht Level 16. Ja, Entschuldigung. Kann auch nichts für, dass ich gut bin. So. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich hier noch ein paar bessere Stiefel. Die ziehen wir uns auch gleich mal an. So, jetzt muss ich. Ey, ich finde die Dampfklinge cooler, aber ich habe hier einige Schwerter, die wesentlich mehr drauf haben, weißt du? Mhm. Ja, die Dampfklinge sieht einfach geiler aus, aber schadenstechnisch ist es halt. Mächtiges Großschwert wird seelengebunden ausgerüstet. Was? Wieso seelengebunden ausgerüstet? Bist du bescheuert? Oh mein Gott, ist das Skill geil mit der neuen Waffe. Alter Schwede. Nehmen wir halt das andere Schwert, ist mir auch egal. Mann, das heißt, wenn ich jetzt dieses Schwert ausrüste, hat auch mein anderer Account dieses Schwert automatisch ausgerüstet, oder was? Nee. Doch, hier steht seelengebunden bei Benutzung. Ja, seelengebunden für den Charakter. Das heißt, du kannst es dann nicht mehr verkaufen. Mächtiges Großschwert wird seelengebunden ausrüsten. Also kann ich es nicht mehr verkaufen, oder was? Okay. Ja, also nicht. Also beim NPC kannst du es verkaufen, aber nicht mehr im Auktionshaus. Okay, oh, es sieht nicht mehr ansatzweise anders aus als die anderen beiden Großschwerter, aber es hat einfach mehr Schaden. Das ist einfach so sinnlos. Okay, jetzt kann ich auch ein bisschen im Nahkampf rumspielen. So, wollen wir zum nächsten Herz? Ja, aber lohnt sich nicht mehr so krass, wenn es viel ist. Ist viel. Ja, ist noch ein weiter Weg. Schaffen ja, wir nicht. Ja, wir können dahin schlawenzeln, aber halt machen ist halt nicht machbar. Wo ist es denn? Da hinten ist es. Und dann müssen wir auf der anderen Seite. Müssen wir auch komplett in die andere Richtung wieder rennen, weil hier hinten ja an der Mauer auch noch ein paar Herzen auf uns warten. Dann sind auch viele unentdeckte Sehenswürdigkeiten und sowas. Komplett in die andere Richtung müssten wir dann später gehen.
Mhm. Das können wir halt dementsprechend dann machen. So, wo ist es denn? Ja, aber doch, einfach Metal Gear Solid. Komm, Random Speedball. Wo bist du? Falkentöter. Du bist was von mir, Alter. Was wollen die denn jetzt alle hier? Boah, Alter, wie viel mehr Schaden ich jetzt auch plötzlich mache, Alter. Ja, ich mache auch extrem Schaden jetzt. Vor uns liegt ein Separatistenlager. Wir müssen alles dran setzen, ihre Pläne zu vereiteln. Wie kann man sie stören? Tötet sie, zerstört ihr Lager, vernichtet alle Pläne, die ihr findet. Scheucht sie aus ihrem Verstecken und befreit alle Gefangenen. Mal sehen, welchen Ärger ich sich finden lässt. Okay, komm, wir starten die Scheiße jetzt schon mal. Nur die Frage ist, wo ist dieser... So, wir müssen da rein. Ich kann jetzt mal Flächenskill testen. Geblockt. Ah, 14 Gold. Gold? Oha. Ach, Gold sei schon. Entschuldigung. Mann, Alter. Müssen wir jetzt wirklich hier rein? Nee, wir müssen hier nicht rein. Nein? Wieso? Ich will mich der Waffe so langsam irgendwie. Was müssen wir da machen? Da oben ist ein Separatistenlager, wie es aussieht. Da müssen wir hin. Ah, okay. Das ist da, der Separatisten. Das sollte eine Leichtigkeit sein. Jetzt dürfen wir endlich mal sowas kaputt machen. Hoho! Boah, das dauert jetzt immer länger mit meinen Angriffen, ne? Ohne Witz, ey, wenn diese von mir kommen, ne, dann... Welcher Blitz? Müssen wir gerade unterschiedliche Leute angreifen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade richtig viel... Ich komme auf den nicht dran. Okay. Also ich habe ziemlich oft Blitzschaden. Alter, was soll... Ja, du bist halt Bogenschütze. Du hast halt öfters Crit als ich. So, jetzt erstmal hier alles kaputt machen. Guck mal, was seid ihr denn für ein Ding? Super, haben wir auch gemacht, was? Gold. Ja, wir müssen aber noch das Herz fertig machen. Das Herz machen wir auch automatisch damit fertig. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ja, aber das machen wir, indem wir hier alles kaputt machen, denn diese Scheiße alles erledigen. Hier, ich weiß. So viel. Ach du heilige Alter Schwede. Hier los. Alle Flechtenkölze raus. Boah, es ist wenig gewesen. Ey, was sind das für Dinger? Bam, auch Gold. Berserker-Sky, Alter. Schulterschutzdinger, endlich habe ich auch mal was für die Schulter gefunden, mein lieber Scholli. Was? Wo ist mein Schulterschutz? Das ist total unfair. Gleichberechtigung. Ich bin eine Frau, ich darf das. Nö. Gleichberechtigung. Finde ich auch, Alter. Wo ist jetzt hin?
So, das Herz haben wir fast fertig, komm, dann hat die Folge halt wieder Überlänge. Mein Gott, shit happens. Passiert. Bleib stehen, du Scheißteil. Separatisten, zack, Ausweichrolle, bam, Jackie Chan Style. Bereits gesehen, bereits erledigt. Perfekt. Ich schon wieder gleich Level up, ne? Ah, mir dauert's ein bisschen. Ohne Witz, Alter. So, hoffentlich verkauft ihr jetzt noch was Gutes. Am besten noch bessere Waffen, als die wir gerade bekommen haben. So, so eine winzige Totem. 3 Stück Buddha. Rohleder. Blaubeere. Du Arschkuh, greif nicht an. Noch irgendwas. So, warte mal, was ist denn jetzt hier? Oh, die verkauft Bogenschützensachen. LMAA. Bist du schon fertig mit der Scheiße? Mit dem Herz, ja. Ja, super. Ich muss noch ein bisschen. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Dreckskatapult hier. Kannst gleich mal. Angriff! Mitgebracht! Aber da sind die Kute auch angegriffen. Zack, erledigt. Das ist wieder keine Kuh. Ja, was auch immer mitgesallert. Ja, leg dich schlafen! So. Sehr schön. Oh mein Gott, ist das OP. Mein Normal Hit, den ich die ganze Zeit mache, mhm. Ne? Der kann dich auch treffen und dann kriegst du einen zufälligen Buff. Nice. Und du kannst auch geheilt werden und so. Zurückgelassen. Separatisten Fahndungsbild. Separatistengewehr. Schlaberst du, dass er nur das verkauft? Das kann verkauft werden. Präziser Dreizack, damit kann ich nichts anfangen. Löcherbogen kann verkauft werden. Rudelstück behalten wir. Chefköchin brauche ich nicht. Winziger Totem, Waldfrau und Lederin brauche ich. Winzigen Totem, Waldfrau und Lederin brauche ich. Stiefel können verkauft werden. 16 Nadeln habe ich, was auch immer. Sprühe Schädel sind Trophäe, können weg. 15 Kupfererz, winzige Klauen. Knochenscherben, Ei kann auch weg. So. Handel, endlich haben wir was für die Schultern. Ja, Wolski. Nicht, ich laufe die ganze Zeit ohne rum. Gemeinheit. So, und jetzt will ich nochmal kurz. Okay, Leute, jetzt noch schnell dieses Teleport-Ding aktivieren und dann ist Feierabend für heute. Okay. Dann will ich auch gleich zu meinen Eltern. Wir wollen nämlich heute grillen. Grillen. Ah, Katapult! Hast du gut aufgepasst? Ah, Drecks. Olle. Kartoffelfeld. Ein schwarzes Schaf. Selbst mein Energiefeld gibt mir Speed. Hallo, ich bin hinter dir. Das ist schön. Jetzt bin ich vor nee, dir. Nee, bist du nicht. Bei mir schon. Nee, bei mir nicht. So. Okay, Leute, ich würde sagen, das reicht für heute, ne? Ja, ist ja jetzt auch schon knapp 40 Minuten. Ja, ich würde sagen, super, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr gerne was sagen dazu. So ist es nicht. Und würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns einfach mal online. Tschüss. Ciao.